Moin! Jo, zurück hier an der Fotobooth. Ihr merkt schon, er ist ein Zweiteiler. Den anderen Teil verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Schaut auch mal den Teil ein. In dem ersten Teil gehe ich auf den Korpus quasi ein und jetzt in dem Teil auf die Technik. Also seid gespannt, was hier passiert und bleibt dran. So, und der Korpus ist fertig. Ich habe alle Kisten fertig gebaut. Ich stapel sie mal kurz, dann seht ihr schon mal, wie ich mir das vorstelle. Und dann erläutere ich nochmal, was ich hier genau getan habe. Es war schwierig, das alles zu filmen, weil mit so vielen Kisten hier in der Werkstatt ist die Werkstatt echt voll. Aber wie gesagt, eine große Kiste, die hat ein Maß von ca. 50x50. Und darauf kommt eine, sag mal, kleine Kiste. Die soll so ein bisschen schräg versetzt draufstehen. Darauf kommt noch eine kleine Kiste im gleichen Maß. Die soll dann wieder vergleichsweise zur unteren Gerade stehen. Und obendrauf kommt die Kiste mit dem Kamera-Equipment quasi. So. Und jetzt muss ich euch die Kamera anders hinstellen. Ja, so soll es dann sein. Hier kommt die Kamera rein, hier kommt das iPad rein. Das Ganze will ich jetzt verbinden, und zwar kommt mal jede Menge Technik rein und Kabel. Und diese Kabel möchte ich durch so ein ganz einfaches HT-Rohr in 75er, Außendurchmesser 75, da durchführen und da dann nachher die ganzen Kabel durchlaufen lassen. Weil oben kommt Kamera, iPad, ja, das ist eigentlich schon, und unten kommt ganze Stecker-Arie, sag ich mal, von Steckdosenleiste über Verlängerung und so weiter. Und natürlich unten noch Rollen drunter. Auch das werde ich jetzt wieder mehr filmen als reden, weil es ist ja wirklich mit diesen riesen Kisten. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin 2 Meter, die gehen nur bis zur Schulter. Also es ist, ja, ich weiß nicht, 1,60, 1,70 hoch. Mal gucken, ich den Zollstock. Kann ja mal genau Höhe mal nachmessen. Ja, wir sind bei Höhe 1,65. Jetzt kommen noch große Rollen drunter. Auch das verlinke ich euch natürlich mal unten, welche Rollen und so ich benutze. Dann sind wir, ich schätze ich mal, bei 1,75 Gesamthöhe plus Blitz und so weiter. Also das Ding wird richtig hoch werden. Und muss natürlich so gebaut sein, damit man es auch transportieren kann. Die Kisten muss man nachher einzeln auseinandernehmen können. Darum werde ich die Kisten nachher, wie gesagt, mit dem Rohr für die Kabel und dazu noch mit Gewindestangen verbinden, damit es auch stabil wird. Weil aktuell, ja, ist ein Wackelturm, ne? Und das soll ja so nicht sein. Gut, ich mache einfach mal und ihr schaut zu. Ach ja, ich erzähle euch vorher mal ein bisschen mit Zoom, was ich hier für Kisten überhaupt gebaut habe. So, diese Kisten, also mein Projekt sollte eigentlich so sein wie also so... Ja, Überseekisten, also ganz einfache Kisten, soll schön rustikal aussehen. Ich habe mir auch schon so einen Laser besorgt zum Gravieren, also möchte ich hier auch schön so Sprüche wie, keine Ahnung, Moin Moin und Übersee und Seehafen, was auch immer so, also richtig so drauf, mir was drauf lasern. Aber es kommt im nächsten Schritt. Das Projekt ist eben auch eine kleine Auftragsarbeit quasi zu einer Hochzeit, darum muss es relativ schnell fertig werden und die Verzierung kommt dann im Nachhinein. Da wirklich so ganz viel Leisten, das sind Palettenbretter, einfach zusammengeleimt und schon hast du Kisten. Ne? Ich habe ja auch während ich es gemacht viel gefilmt und denke, das sollte eigentlich erläutert sein, wie ich es da gemacht habe. Ja, jetzt würde ich sagen, sorgen wir mal dafür, dass es kein Wackelturm mehr ist, sondern einfach ein stabiler Turm auf Rädern. Ja, und da lege ich mal einfach mit los. Dafür fange ich jetzt an. Jeweils in die Kiste oben und unten, jeweils ein Loch von Größe, was ist das nachher, Außendurchmesser 82 mm zu bohren und in die mittleren jeweils von oben und unten, und da kommen dann die ganzen Kabel durch. Ich fange einfach mal an. So, und die Kabeldurchführung soll natürlich mittig laufen, dafür nehme ich jetzt einfach mal ein Brett und markiere mir die Mitte, dafür einfach wirklich das Brett ausstechen, damit das zur Ecke ist. Dann einen Stift, habe ich bestimmt auch hier irgendwo liegen. Hier dann einmal die Mitte markieren. Das gleiche andersrum auch nochmal. Dann fangen wir uns auch schon mal da an, ein großes Loch reinzubohren. Und
Das Ganze machen wir jetzt bei anderen Kisten ganz genauso. Und ihr seht, das passt ja perfekt da durch und da wird die Kabel durchgeführt. So, jetzt sind überall die Löcher drin. Jetzt wird das. Das ist die Kabeldurchführung. Habe ich glaube ich jetzt schon zum 10. Mal erwähnt. Jetzt werde ich die Kisten erstmal auf Rollen setzen, um sie dann miteinander zu verbinden und dann die Technik einzubauen. Ja, ich fange mal einfach an mit den Rollen. Also wie gesagt, das ist die untere Kiste. Hier hinten ist die Tür. Ich drehe auch nochmal kurz, um auch die Technik ranzubringen. Ich den Akkuschrauber aus dem Weg. Das ist die Tür. Mit Scharnieren und mit Verschluss dran. So, und wie gesagt, da kommt die Technik rein. Aber jetzt gehen wir erstmal die Rollen unter, damit das Ding auch mobil wird. Einzubauen. Viele denken euch wahrscheinlich easy peasy, aber ich zeige euch, was da alles rein muss. Ich mache erstmal die Kiste auf. Da seht ihr schon, hier hinten ist die Durchführung fürs iPad. Also es muss rein. Die Kamera. Klar. Das iPad. Auch klar. Dann muss aber auch noch rein. Wo habe ich jetzt hingelegt? Wo ist sie jetzt hingelegt? Wie gut da ist sie. Dann muss da auch noch rein die Steckdosenleiste, weil wir haben insgesamt drei Stecker, weil der dritte Stecker kommt von dem Blitz, der auch noch oben auf den Deckel rauf muss. Heißt, wir haben noch ein bisschen Elektronik zu tun. Wie das nachher alles funktioniert, zeige ich euch dann später, aber ich baue jetzt erstmal ein. Das Wichtige ist erstmal jetzt für die Kamera eine Art Ständer zu bauen. Weil das Loch befindet sich, wie gesagt, da oben, ne? Also auf der oberen Seite über dem iPad. Und da muss jetzt die Kamera erstmal richtig ausgerichtet werden, dass sie auch darüber durch das Loch rausgucken kann. Damit fangen wir an. Ich habe hierfür schon so ein paar Bretter vorbereitet. Daraus baue ich mir jetzt einen Ständer. Aber ihr seht jetzt gleich, was ich hier tue. Los geht's. So, anfangen tun wir mit dem iPad, weil ich muss das ja erstmal hier einsetzen, damit ich das andere nachher die Kamera quasi darüber bauen kann. So, ich habe jetzt einfach so eine Art Brücke gebaut. Ihr seht das, ein Brettchen mit zwei Klötzchen und in der Mitte so ein bisschen Schaumstoff, damit es das iPad auch schön bequem hat. Mein Spaß beiseite. Ich möchte einfach, dass es von außen noch gedrückt werden kann, aber nicht einen harten Widerstand hat. Das spackt sich mir jetzt hier einfach fest und dann ist das hier auch drin. Mal kurz nochmal gegenhalten. Muss das iPad schon mal fest. Ne? Kabel habe ich gleich eingesteckt, aber ich kann es auch mal rausziehen, komme da gut ran. Und jetzt kommt die Halterung für die Kamera. Auch da habe ich schon ein bisschen gebaut. Das kommt jetzt hier so rein. Passt von der Höhe genau. Hier ist ein Kugelkopf drauf, den verlinke ich euch natürlich auch unten. Ganz einfaches Teil, hat ein paar Cent gekostet im Endeffekt. Kamera guckt vorne gut raus und das werde ich jetzt hier auch festschrauben. Und dann ist die Haupttechnik schon mal drinnen. So, abschließend möchte ich euch die Technik erklären. Ich muss es leider von hier hinten machen und euch mit dem Zeigestock quasi zeigen, was ich euch erklären möchte. Aber ich glaube, das stört nicht. So, angefangen mal mit dem reinen Aufbau. Hier seht ihr 1, 2 Gewindestangen. Die gehen komplett durch alle vier Kisten durch und werden hier in der kleinen Plastikbox mit den Muttern und mit den Scheiben verschraubt. Somit ist es alles fest miteinander verbunden und kann maximal komplett umkippen, aber durch einen Aufstand von 50 x 50 cm ist auch das sehr unrealistisch. Hier an die Seite habe ich noch den passenden Schraubenschlüssel da hingehängt, dass man den immer dabei hat, weil die Kiste wird jetzt auch verliehen und vermietet.
Also der ist da auch bei. Somit kann ich das alles schön festziehen. Hier hinten seht ihr eine Steckdosenleiste. Da ist einmal das iPad drin. Der Blitz und die Kamera läuft alles über Strom. Heißt nichts mit Akku. Somit ist es auch alles autark. Das Einzige, man braucht eben eine Steckdose. Ja, ansonsten hier oben ist eine Kamera. Eine ganz alte digitale Spiegelreflexkamera. Ist eine Canon D1000D. Verlinke ich alles unten. Weiter geht's hier oben. Hier oben ist es so eine Art Tischbein, einfach aus dem Baumarkt. Da habe ich oben ein Gewinde reingeschnitten und den passenden Aufnahme gemacht, damit hier oben eine Lampenfassung reinpasst. Die Lampenfassung habe ich so einen ganz einfachen Blitz. Das ist wirklich so ein Simultanblitz, der reagiert sowohl als auf Licht, also könnte auch ein anderer Blitz das mitblitzen, aber hier habe ich das so benutzt. Das ist einfach auch so eine E27, ich glaube, das heißt so E27-Fassung. Der wird einfach mit dem Kabel an die Kamera verbunden und blitzt eben dann, wenn es nötig ist. Ja, weiter gibt es eigentlich hier viel nichts zu sagen. Wie gesagt, den Ständer, da drin ist das iPad verbaut. Das ist ein iPad, was ich nicht mehr nutze, also das kann hier auch fest verbaut bleiben. Und wie gesagt, oben ist noch ein Schirm, das zeige ich euch mal von vorne. Ansonsten gibt es hier zur Technik nicht viel zu sagen. Und es ist eben alles dann auch verschließbar. Somit auch auf jeder Feierlichkeit gut hinzustellen. Und es war ja schon im Einsatz auf einer Hochzeit. Dem Ehepaar hat es auch vom Design äußerst gut gefallen. Gut, wir gehen mal auf die andere Seite, machen ein paar Tests und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Ja, hier vorne seht ihr das iPad, das eingebaute. Habe ich hier noch extra ein Stück ausgeschnitten, damit man auch an den Home-Button kommt. Hier ist das Objektiv, ist auch ein ganz einfaches Standardobjektiv, also auch da nicht viel davon zu sagen. Und jetzt gehe ich mal live in die App und die ich dafür nutze, ist die App Shuttersnitch, heißt sie glaube ich. Shuttersnitch, tolle App, funktioniert perfekt. Was ich aus der Technik vergessen habe, verlinke ich auch unten. Man braucht natürlich für das Ganze so eine WLAN-fähige SD-Karte. Gibt es bei Amazon, das verlinke ich euch unten, auch eine tolle Sache und kostet gar nicht viel Geld. Gut, wir gehen mal live in die App und ich werde euch das mal hier so auf meine Brust, glaube ich, verlinken was, oder zeigen, was ich hier live tue. Dafür starten wir mal hier an einem iPad die Aufnahme und dann geht es hier gleich los. Gut, also wir öffnen erstmal die App. Das seht ihr schon, ich habe schon mal ein Probebild gemacht. Hier kann man schon sehen, es war schon mal im Einsatz, aber darauf gehe ich nicht näher ein. Zum Glück kann man ja keine Gesichter erkennen. Machen wir einfach hier diese neue Sammlung. Ihr seht schon, da oben steht jetzt verbunden mit Toshiba Flash Air, so heißt diese Speicherkarte eben. Und wir gehen einfach mal. Ja, ich würde sagen, viel mehr kann man da gar nicht erklären. Also, man hat hier noch so ein paar Einstellungsmöglichkeiten, aber die braucht man nicht unbedingt. Ich habe sie noch nie benutzt. Wichtig ist wirklich diese App. Und ich habe es so gemacht, dass ich das Bild groß mache, dann in den geführten Modus gehe, sodass auch niemand mir hier reinfuschen kann. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich mache jetzt mal ein paar Testaufnahmen, gucken mal doof in die Kamera und dann seht ihr, das funktioniert echt gut. Man muss natürlich sich auch bei so einer Fotobooth extrem dafür kleiden, das gehört natürlich dazu. Ich habe ja schon mittlerweile einen Bart, aber so einen starken Bart werde ich wahrscheinlich nie bekommen. Ich mache mal jetzt ein, zwei Fotos und ihr seht gleich live, wie es auf dem Bildschirm erscheint. Und ihr seht auch, der Blitz löst direkt aus. Schon eine coole Nummer, muss ich ehrlich sagen. Da geht's. Seht ihr, das Bild ist da. Gucken wir mal schon drüber. Das gehört einfach dazu. Es dauert immer so ein paar Sekunden, bis das Bild auftaucht. Liegt einfach an der WLAN-Übertragung. Aber irgendwie ist das schon echt eine geile Geschichte. Oder was meint ihr? So, das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr nichts weiter verpasst auf meinem Kanal. Kommentare sind auch immer sehr gern gesehen und Daumen nach hoch natürlich auch. Ja, wenn ihr Fragen zu dem Aufbau habt, wie das alles funktioniert, nutzt auch die Kommentarfunktion. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar und ich beantworte auch jedes in einem kleinen
Kurzfristig wird es auch auf meiner Homepage, die ich euch da oben verlinke, tobiebel.de, einen Blogbeitrag zu der Fotobooth geben. Da erkläre ich auch nochmal, wie es alles gebaut wird mit einer Bauanleitung. Also schaut auch da mal die nächsten Tage vorbei. So, jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Tag und freue mich auf ein Wiedersehen hier auf meinem Kanal.